DALI Link. Einfache Nachinstallation. Als erstes werden die Leuchten auf DALI umgerüstet. Als nächstes wird das Tastermodul eingebaut. Hierfür kann auch eine zweite Tastervorrichtung für die Tasterschnittstelle gebohrt werden. Das Tastermodul ist sehr kompakt und kann daher einfach in der Unterputzdose versteckt werden. Nun wird das DALI Link Netzteil eingebaut. Das kompakte Netzteil wird in der Regel in der abgehängten Decke untergebracht, versteckt oder direkt in die Leuchte eingebaut. Insgesamt können bis zu 25 Leuchten versorgt werden, im Parallelbetrieb sogar bis zu 50 Leuchten. Ungefähr in der Mitte des Raumes, je nach Lichteinfall, wird der Multisensor eingebaut. Er wird einfach in die abgehängte Decke eingeklemmt und steht dank seines flachen Designs nur 0,8 mm hervor. Er bietet einen Erfassungsbereich von bis zu 9 Metern. Bei Bedarf können noch weitere Multisensoren eingesetzt werden. Um das gesamte System miteinander zu verdrahten, wird eine 230-Volt-Leitung gelegt, die von dem Netzteil über alle Leuchten verdrahtet wird. Und ein DALI-Bus, der von dem Netzteil über alle Leuchten und dem Multisensor bis hin zu dem Tastermodul verdrahtet wird. Schließlich wird die Installation manuell am Taster getestet. Bei Bewegungserkennung blinkt der Multisensor PD11 rot. Das DALI Link Starter Set ist für Einzelbüros oder kleine Konferenzräume eine gute Lösung. Schnelle Inbetriebnahme. Zentrale Plattform für die Programmierung und Bedienung sämtlicher Funktionen ist die kostenlos erhältliche DALI Link App. Die DALI Link App wird gestartet. Das Gerät wird mit dem Bluetooth-Taster gekoppelt. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort geändert. Die Konfiguration wird mit dem beiliegenden QR-Code freigeschaltet. Nun werden die Geräte nach dem Zufallsprinzip adressiert. Wir wollen die vorhandenen Lampen in zwei Gruppen einteilen. Deshalb weisen wir den Geräten Gruppen-IDs zu und benennen sie. Anhand einer aufblinkenden Leuchte sehen wir, welche Leuchte gerade bearbeitet wird. Dies kann eine Weile dauern. Jetzt werden die Geräte sortiert. Schließlich stellen wir die gewünschten Parameter für die Geräte individuell ein. Intuitive Bedienung. Um Szenen zu erstellen, gehen wir in das Menü Szenen, drücken Neue Szene und stellen für jede Leuchte die gewünschten Parameter ein. Als Beispiel, wir nennen eine Szene Discuss.
und stellen alle Leuchten auf 100% Helligkeit. Nun sehen wir unsere erstellten Szenen in der Szenenkontrolle und können sie mit einem Klick auf die gewünschte Szene aktivieren. Wenn wir nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, können wir Szenen auch ganz einfach bearbeiten oder löschen. Alternativ können wir auch den Taster benutzen.